Boah, ich muss auch hier ein bisschen was. Ich brauche auch Wasser. Ich habe heute zu öfter nur ein halbes Glas getrunken. Soll ich dir Wasser holen? Bitte. Bitte. Die soll die Briefe nicht vergessen. Niemals. Du kennst sie nicht, Nadine. Wala, du kennst sie nicht. Sie liest sie rückwärts. Sie guckt, ob ihr irgendeine versteckte Nachricht reingemacht habt und so. So ist sie. Sie ist verrückt. Sie wird diese Brief sich tätowieren, aber mit Henna. Wala. Wie heißt der Staubsauger nochmal? Dyson. Dyson, bring mir Wasser. Boah, danke schön, Dyson, Cousin, korrekt? Ey, danke. Ich kann dich auch. Ich werde die ganze Zeit jetzt mich bedanken während dem Stream, ne? Die ganze Zeit. Okay, erzähl, Alina. Danke. Wann haben wir uns kennengelernt? Möchtest du so die Fragen an? Ja, jetzt Date. Date? Ja. Wann haben wir uns kennengelernt? 2018. Ich kenne dich schon seit 2018? Ja. Walla, ich hab gut durchgehalten, Walla. 2017 warst du 23. Krass. Krass. Ich hab gut durchgehalten, Digga. Wir haben so gemein, bitte. Okay. Sei doch einmal lieb in dein Leben. Ey, danke, Leute. Ich schwöre bei Allah, ich komme nicht drauf klar. Okay, hör mal zu. Die Leute wollen noch ein bisschen wissen von dir. Ja, okay. Okay. Was hast du dir das erste Mal gedacht, wo du mich gesehen hast? Dass ich einen Dyson-Staubsauger habe irgendwann. Spaß. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, war ich mir Gold Digger Prank hat funktioniert, Dreddy. Ach, Bruder. Was hast du dir gedacht? Als ich dich gesehen habe. Ich konnte mir nicht so viel denken, weil ich hab mich nicht getraut, dich anzugucken. Warum? Findest du dich so gefährlich aus, oder? Nein, du hattest die ganze Zeit so deine Kapuze oben und ich war so... Ich war ganz Zeit so, ich mach's euch jetzt nach, okay? Genau, die ganze Zeit so. Todes. Ich wusste nicht, wie deine Augen aussehen. Ich schwöre, ey Leute, danke nochmal. Ich kann nicht aufhören. Ganz nett, so. Walla, kennt ihr Desinteresse? Ich habe Desinteresse geschwängert. Todes. So. Immer desinteressiert, Cousin. Ich bin aber so, ich weiß nicht warum. Was hast du dir gedacht, als du mich gesehen hast? Ehrlich, nicht jetzt irgendeine Kacke wieder sagen. Ehrlich? Ja. Boah, das kann ich nicht bringen. Wir haben Ramadan-Zeit. Entspannt. Ich hab mir gedacht, boah, wenn Sauerstoff. Okay, da kommt irgendeine Kacke raus. Sag ehrlich. Ja, ehrlich. Okay, ich hab mir gedacht, warum reagieren Edelgase nicht so schnell? Also, wenn Edelgase im Periodensystem ganz hinten in der Periode. Nein, Spaß. Ich weiß es nicht, Cousin. Natürlich, man weiß sowas. Was war dein erster Eindruck von mir? Erster Eindruck? Ja. Also die Sache ist, guck mal, ich erzähle euch mal, erste Mal, wo ich sie gesehen habe, gell? So wie wir so gechillt haben. Alina hatte Auto, ich hatte kein Auto, ja. Ich bin so bei ihr eingestiegen. Und ich habe immer so einen Tick früher gehabt, gerade früher, weil immer, wenn ich mit Leuten unterwegs war, wir haben einen Unfall gebaut. Immer. Und ich habe immer gefragt, kannst du gut fahren? Und ich habe sie auch gefragt, jetzt die Story? Ja. Ich habe sie auch gefragt, kannst du gut fahren? Und sie sagt, natürlich kann ich gut fahren. Ich sag, okay, fahr los. Sie fährt los, gell? Walla, ohne Lügen, sie ist hier Zeuge. Walla, sei ehrlich. Es hat 3 Sekunden gedauert, wir waren in einer Einbahnstraße. Sie ist in eine Straße reingefahren, gell? Und diese Straße, du kannst nicht wenden, nicht drehen, gar nicht. Du musst rückwärts zurückfahren. Mhm. Und sie ist voll Speed in diese Straße reingerast. Walla, ohne... Ich wollte hier Herder sprechen, so Dreddys. Walla, ich wollte hier Herder sprechen. Sie ist reingecruised. Und nicht einmal, die hat es 3-4 Mal getan, gell? Und zwar so die ersten 5 Sekunden. Das war so der erste Eindruck. Und ich habe mir nur gedacht, ah, boah, Mann. Ich hoffe, dieses Objekt kann wenigstens kochen und putzen, Digga. Das Objekt? Nein, ich mach Spaß. Kannst du nicht sagen, was du von mir gehalten hast? Ich muss jetzt irgendwas Süßes sagen, wo damit sie glücklich ist. Okay, sie hat Geburtstag, ich sag jetzt irgendwas. Ich hab dich gesehen, subhanallah, für mich, die Welt hat sich umgedreht. Du übertreibst richtig. Ich hab mir gedacht, Scheiß drauf, ich will nicht mehr wissen. Warum? Weil du sagst nicht ehrlich. Ich hab gesagt, ja, ich hab mir gedacht, hä, der ist so zurückhaltend und so. Ist doch die Wahrheit gewesen. Ja, ich hab mir auch so gedacht, die ist so zurückhaltend und so. Das war's. Ja. Was soll ich mir denn gedacht haben? Ja, keine Ahnung. Was wollt ihr? Ihr wollt nur hören, oh mein Gott, du hast mich vom Hocker gehauen. Nein, das will ich nicht hören. Was sonst? Keine Ahnung, was du dir halt in der ersten Sekunde gedacht hast. Das Problem war, zu dieser Zeit, Adredis, ich war ein Bastard, verstehst du? Ich war jeden Tag besoffen.
Ich habe mir nur gedacht, wann krieg ich meinen nächsten Mischel-Cousin. So war das. Also hab ich dich nicht gejuckt. Am ersten Mal? Nee. Nee. So, was heißt nee, so? So, okay, krass. So, das ist also die Freundin von meiner Schwester, so. Okay. Heftig. Ich will Fortnite zocken. Das ist sehr, sehr cringe gerade. Hat jemand eine Scheidung... Bruder, ich habe schon gegoogelt, diese Scheidungsanwälte sind so teuer, gell? Baba, lüg doch wenigstens, Achi. Tamam, ich sag die Wahrheit. Nein, alles gut. Nein, ich sag echt die Wahrheit jetzt. Man muss auch... Ihr kennt meinen Humor, immer ein bisschen Spaß. Sammy schämt sich einfach nur. Ich schäme mich auch ein bisschen. Aber jetzt, ich pack aus. Seid ehrlich, Anfang war süß. Ja. Gib doch Props wenigstens für Anfang. Ja, Anfang war süß. Ja, ich muss doch... man hat diese Dinge. Kennt ihr das nicht? Die Animalist, Mann, man kann nicht über seinen Schatten springen. Verstehst du? Nein, du kannst wirklich nicht. Wir gucken 1500 Leute zu. Ich bin Emotionskrüppel bin ich. Gefühlskrüppel, Cousin. Ist auch nicht schlimm. So, ich bin immer schockiert. So. Ich bin richtig... Walla, ich habe meine Gefühle, die sind behindert. Die haben einen Behindertenausweis. Manchmal, meine Frau will mich küssen, gell? Ich nehme Kampfstellung an und so. Ich hab ganz gut. Die sagt mir, ich liebe dich, gell? Ich versuche zu rechnen, Cousin. Ich weiß nicht. Manchmal ich bin überfordert mit dieser Situation, Cousin. Ist nicht schlimm, alles gut. Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Sonst wäre ich nicht mit dir verheiratet. Es kommt auf die inneren Werte an, Dreddys. Verstehst du? Leberwerte, so. Auf diese inneren Werte kommt es an, Cousin. Und auf Portemonnaie auch. Nein, Spaß. Ich mach nur Spaß. Es kommt von allem. Meine Frau ist die Beste. Walla, meine Frau ist die Beste. Was Taten angeht, sie ist krass. Jeden Tag, sie kümmert sich um mich. Sie kümmert sich um unsere Tochter. Weißt du, meine Tochter ist nur mit meiner Frau. Bei mir, ich bin nur dieses Hi, Papa und Papa 10 Minuten, Papa wird langweilig, sie geht wieder zu Mama. So, weißt du, zum Beispiel, meine Tochter, die kann niemals mit mir einschlafen. Meine Frau muss sie jeden Tag, jetzt schon über 1,5 Jahre, muss meine Frau meine kleine Tochter schlafen legen. Jeden Tag. Wenn meine Tochter nachts aufsteht, steht meine Frau auf. Und macht ihr Milch und macht ihr Windel wechseln und macht ihr so, verstehst du? Bei mir, ich bin nur morgens da. Ja, nee, morgens, wenn sie wach wird, mache ich immer alles. Aber ansonsten so nachts und dieser, weil ich brauche meinen Schlaf auch, weil ich muss arbeiten und ich muss streamen. Und auch hier, wenn ich im Stream sitze und ich streame am Tag 6, 7, 8 Stunden, ja, oder auch nur 3, 4, 5 Stunden. Die ganze Zeit ist Alina mit dir, so, verstehst du? Guck mal, wie krass, ja? Hab ich dich gewuscht? Ja. Guck's krass, das ist Wahrheit. Aber das Ding ist, weil ich habe ja gerade von Taten gesprochen und ich meine, das ist bei dir genauso. Also bei dir, du drückst deine Gefühle nicht mit Worten aus, sondern du zeigst es. Ich zeig. Also indem du beispielsweise, keine Ahnung, mehrere Stunden streamst. Ich weiß ganz genau, dass es anstrengend ist und ich weiß ganz genau, dass du das für uns machst. Kannst du sagen, was... Ey, okay, stell mal ein bisschen Fragen. Er kann nicht mal darauf eingehen, weil das war gerade zu süß für ihn. Ja. Einfach schnell Thema gewechselt. Können wir den Kuchen erst machen, wir sofort. Aber stellt erstmal ein paar Fragen, das ist hier für Mr. Larue, falls was ihr wissen wollt, damit wir gleich auch den EQ-Test machen. Ich schwöre, wir machen den nicht. Ich schwöre doch nicht. Ich will ihn aber nicht machen. Ja, aber der ist lustig, der ist gut. Ich will ihn nicht machen. Warum denn? Ich schwöre, ich will ihn nicht machen. Wer ist größer? Boah, Alina ist 20 cm größer. Was? Ich bin größer. Sammy hat immer gesagt, er könnte niemals mit einer Frau zusammen sein, die größer als er ist. Das geht doch gar nicht. Walla, immer wenn ich Kuss geben will, muss ich Kopfball machen. Walla. Allgemein, stell dir mal vor, einfach größere Schuhgröße, größere Kleidungsgröße. Das geht nicht, Bruder. Walla. Aber irgendwo hat es auch Vorteile. Ja, nee, wenn ich irgendwann ein Auto kaufen will, dann nehme ich ihre Schuhe, mache 4 Räder dran und dann habe ich ein Auto. Aber nein, größere Frauen gehen gar nicht. Aber wisst ihr, was richtig Vorteil ist? Sippo, ich liebe dich. Wir teilen uns unsere Klamotten, wir teilen uns unsere Schuhe, wir teilen Nein, gelogen. Oh, ja. Sie nimmt alles von mir. Ich nehme gar nichts von ihr. Sie nimmt alles von mir. Sie trägt gerade einen Pulli von mir. Ein Pulli von euch sogar. Ich trage den Sammy-Pulli. Ja. Walla. Aber du nimmst meine Schuhe. Ja, du nimmst meine Schuhe. Zum Beispiel, wir haben uns... Da sind deine Füße gestorben. Weißt du noch, Hochzeit, ja, Walla, wo du die Lacoste-Schuhe von mir anhattest? Ja, Walla, ja. Sammy so, ja, ich passe in 38. Walla, dann er zieht meine Schuhe an. Ja, Walla, ich deine muss... Füße sind abgestorben. Lass mich kurz diese Geschichte erzählen, okay. Ja? Bruder, meine Frau hat so elegante Lacoste-Schuhe, gell? Die sind weiß. Die kann man auch als Mann anziehen. So, weißt du, auf den. Ich zieh die an, Bruder, und Schuhgröße 38, okay? Und Bruder, ich hab... Sammy, Fuß ist so. Ja, 14,5.
Aber bei mir, ich habe diese afrikanischen Füße, diese Ruffy-Füße, voilà. Ich nehme einen Fußzeh, ich klappe den über den anderen. Den anderen lege ich da drunter. Und dann meine Füße sehen so aus in diese Schuhe, genau so. Ich mache meine Fußzehen sehen so aus. Okay, so. Und ich kann das, aber nur auf bestimmte Zeit. Und danach, Bruder, ich hatte diese Schuhe an, gell? Ich bin zwei Tage lang, meine Füße waren so. Ja. Ich bin so gelaufen, aber war damit auf einer Hochzeit. Walla, Bruder. Auf einer Hochzeit. Das heißt, du kannst nicht einmal deine Schuhe ausziehen. Also als Mann nicht, als Frau schon, Girl, einfach Schuhe ausziehen. Das war sehr, sehr aber als Mann, das geht nicht. Das war sehr, sehr, sehr hart. Und irgendwann, er sagt, ey, lass mal abziehen und so, meine Füße sterben und so. Wie ist das? Hast du Ersatzschuhe im Auto und so? Ja. So, nein. Ja. Okay, stellt mal ein paar Fragen. Okay, wie haben wir uns kennengelernt? Wie haben wir uns kennengelernt? Willst du erzählen? Ich kann erzählen, wenn du möchtest. Okay, dann erzähl du. So. Also, meine Schwester, die arbeitet in Darmstadt in so einer Moschee. Also, die ist so ein Freiwilligen, wie heißt das? MSV. Okay. Da kommen immer Interessenten hin und Leute hin, die vielleicht auch an dem Islam ein bisschen Interesse haben. Und durch eine Freundin hat die dann, meine Schwester hat die dann Alina kennengelernt. Es ist so cringe, wenn ich das erzähle. Gell? Ich fühle mich so weich, Bruder. Ich muss irgendwas Hartes sagen. Ich esse Nägel mit Milch. Ja, so, und Jani, ich war schon früher immer eine Katastrophe. Gerade zu dieser Zeit, meine Eltern haben sich getrennt gehabt und dann habe ich erstmal alleine gelebt, diese ganzen Jahre, diese 22, 23. Also ab 18 war ich weg von meiner Mutter, dann war ich 19 alleine, 20 alleine, 21 alleine, 22 alleine, 23 alleine. Und dann hatte ich einen richtig großen Streit mit meinem Vater und ich bin zurück zu meiner Mutter gegangen. Und ich war eine Katastrophe zu dieser Zeit, gell? Da habe ich so gerade die Musik und so gemacht und ich war richtig Katastrophe. Und meine Mutter hat gesagt, Sammy, du musst heiraten. Du musst heiraten, ja, nee, es wird Zeit so, weißt du? Guck mal nach einer Frau. Und meine Mutter hat schon so Sachen gesagt, weil sie hat für mich die Hoffnung aufgegeben. Und zu dieser Zeit, gell, ich sag euch ehrlich, alle hätten die Hoffnung in mich aufgegeben. Ich war hoffnungslos, Bruder. Ich war jeden Tag besoffen. 11 Uhr morgens, ich bin besoffen. So. Und meine Mutter weiß es. Sie weiß es nicht, aber sie checkt's. Sie ist ja nicht dumm. Ich war kaputt. Ich war Heineken-Pirat. Genau. So. Danach kamen sogar schon so Sachen wie, wir holen dir jemanden aus Tunesien. Wir holen dir jemanden aus Ding. Wir holen dir jemanden aus Ding. Und ich dachte mir, Bruder, Walla, für was soll ich überhaupt heiraten, Bruder? Ich kann gar nicht heiraten. Weil abgesehen davon, dass ich nicht mal so will, so, Bruder, welche Frau hält's mit mir aus, Cousin? Ich bin ein ekelhafter Cousin, ich bin Van de Straat, ich bin De La Rue, mein Bruder, ich hab Knacks in Schädel. So, weißt du? Und dann so mit der Zeit, die Zeit ist so ein bisschen vergangen. Und die haben so ein bisschen so gesagt, wie du, dies, das. Und dann habe ich so... Hast du mich angeschrieben? Nicht angeschrieben, auch mehr oder weniger. Ich habe sie angeschrieben. Okay, ja, so. Über Snapchat. Ja, so ist das. Und dann... kam mal so ein bisschen in Gespräch, so dies, das, links, rechts, lass mal treffen, gucken, vielleicht so dies, das, links, rechts. Playboy, ihr wisst doch. Ey, das ist gerade so unangenehm, diese Story. Voll, also so unangenehm. Ja, sogar mir. Weil, passt auf jetzt, jetzt kommt der Cringe des Jahrhunderts. Jetzt kommt der, Cringe, jetzt kommt der Cringe des Tausends, pass auf. Wir sehen, wir chillen, dies, das und alles war gut. Und so, ich sag mal, nach so einer Woche treffen, ich bekomme einen Anruf. Von einem Freund von mir. Sammy, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Walla, Bruder, ich brauche deine Hilfe. Und ich war gerade mit ihr. Und Jani, ich versuche auch so ein bisschen vorzuschauspielern, dass ich ein guter Junge bin. Also wir haben uns, wir haben uns kennengelernt und seit, also ab dem Moment, wo wir uns das erste Mal getroffen haben wir uns jeden Tag gesehen. Ja, und dann, warte, dann, ich versuche so zu schauspielern, dass ich ein guter Junge bin, gell? Und danach ruft mein Freund mich an und sagt, und ich muss ein bisschen aufpassen wegen Twitch, ein Freund ruft mich an und sagt, Bruder, ich brauche dringend deine Hilfe. Und ich kenne den Typen sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange, okay? Ich musste hingehen. Und ich habe zu ihr gesagt, ey, komm mal kurz mit, bitte. Fahr mich mal kurz dahin, weil sie war mit Auto. Fahr mich mal kurz dahin, warte ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Und sie war dann da und da war auch noch ein anderer Freund von mir. Seine Freundin war auch da, okay? Dann hat meine Frau mit der Freundin abgehauen, so, weißt du?
Und der Kollege von mir, der hatte Stress gehabt mit so einem Jugo. Weißt du, mit so einem Jugo? Aber es war schon viel später, ne, die Story. Nee, es war so eine Woche, zwei Wochen, nachdem wir uns gekannt haben. Es war so am Anfang, wo ich mir gedacht habe, alle, die hat jetzt einfach mein wahres Gesicht gesehen. Ja, so, ihr wisst schon, was ich meine. So. Danach, wir waren da so, ich bin da hingegangen und mein Kollege hatte Stress mit so einem Jugoslawen gehabt, okay? Er war ein bisschen älter und der wusste nicht, ob er alleine kommt. Und ich musste da einfach hin. Ich konnte nicht anders. Ich kann nicht nein sagen. Ich bin da, Bruder. Auf einmal, der Typ steigt aus, gell? Und er hat direkt, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Er war ein Baseballspieler tatsächlich. Er hat Baseball gespielt und hatte zufälligerweise auch einen Baseball dabei. Schläger. Weißt du so? Und, Bruder, wir sind auch jetzt, guck mal, ich erzähl's euch mal. Bei uns früher, das war wirklich so, wenn du gesagt hast, eins alleine, dann alleine, Bruder. Es gibt kein Einmischen, Meinmischen. Es gibt's nicht. Das Problem war aber, der Baseball-Fan, er ist ausgestiegen. Walla, Alina war dabei. Mhm. Er ist ausgestiegen und hat Übungen gemacht, so zum Warmwerden. Wisst ihr? Er hat Übungen gemacht, direkt ohne ein Wort zu sagen, hat er Übungen gemacht. Ohne ein Wort zu sagen. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, Straßmann hat Durchfall oder so. Er hat Übungen gemacht, so. Und dann, ich war ja Elektriker damals bei der Bahn. Ich habe immer mit so Schraubenzieher und so rumgeübt. Und dann wollte ich auch Übungen machen mit Schraubenzieher. Ich wollte gucken, ob alle Schrauben fest sind. Und dann habe ich an seinem Auto geschraubt, so. Und das hat sie alles so mitbekommen, weißt du? Und das war dann so... Und sie geht so, die zieht so ab. Die kommt so um Ecke, gell? Guckt so, gell? Und mein Kollege, der Jugo, der ist gestolpert, so. Der liegt auf Boden. Und mein Kollege ist so über ihm. Also mein Kollege, der ist so über ihm, gell? Und der will den gerade so die Hand reichen, einen auf Bruder, brauchst du Hilfe und so, weißt du? So, Bruder, brauchst du Hilfe? Sag mir jetzt, wenn du Hilfe brauchst. Die Sache ist, ich habe ein Trauma auch. Warte. Und der Jugo liegt auf Boden und er sagt, nein, ich brauche keine Hilfe. So, weißt du? Er wollte sich nicht helfen lassen. Und ich stehe so daneben, ja? Yeah? Und ich sag so, hilf diesen Hund, hilf diesen Hund. Und ab da hatte ich Trauma. Und meine Frau guckt zu, gell? Yeah? Und müsst ihr euch vorstellen, mein Kollege sitzt so auf dem anderen drauf, gell? Und er sagt, brauchst du Hilfe, will ihm die Hand reichen. Brauchst du Hilfe, willst du ihm die Hand reichen. Und er macht so, ich brauch keine Hilfe, gell? Und ich so daneben, Bruder, hilf diesem Bastard! Hilf diesem Bastard! So, und dann, die guckt mich so an, gell? Die war im Film, Wallabilla, die war im Film, gell? Die guckt mich an, die sagt, was passiert hier? Und nachdem der Junge auch keine Hilfe wollte, er hat Werbung für Heinz Ketchup gemacht. Okay? Und sein Gesicht war dann irgendwie, ich glaube, er war allergisch auf irgendwas, weil alles ist plötzlich in seinem Gesicht angeschwollen. Und er sah aus wie Hackfleisch. So. Er war allergisch wahrscheinlich gegen die Luft oder so. Gegen den Straßenboden. Oder so den Straßenboden. Und er saß dann da und war halt so ein bisschen, ja, so. Das Problem war aber, weil ich sein Auto repariert habe und ich einen Schraubenzieher irgendwo in meiner Tasche hatte, musste ich den verstecken gehen. Nicht du? Musste ich den verstecken gehen. Ich hab... Also habe ich gesagt, Mr. Larue, komm, nimm, schmeiß weg. Jetzt erzähl mal bitte, wo ich lang gerannt bin. Auf einmal, sie ist komplett... Was hab ich gemacht? Polizei, komm! Warte, guck mal, gell? Hilf ihn auch jetzt! Polizei, komm! Nein. Sie nimmt den Schraubenschlüssel. Aber erzähl mal, ich bin... Guck mal, erzähl. Die Sache ist, guck mal, das war vor einer Shisha-Bar, ne? Und wir standen draußen und also die Freundin von dem Kollegen von Sammy, die war drinnen in der Shisha-Bar. Und dann bin ich halt rein zu ihr gegangen, haben wir da gesessen und so. Und dann, auf einmal kommt er so reingerannt und gibt mir sein Werkzeug halt in die Hand, womit er gerade das Auto repariert hat, ja. Genau. Und sagt, hau ab damit. Wir kannten uns 2 Wochen, 3 Wochen.
Ich dachte mir, was will der von mir, gell? Ich habe nicht lange überlegt, ich bin einfach durch die Hintertür von dem Shisha-Laden gerannt und der Shisha-Ladenbesitzer hat einfach gecheckt, was abgeht und hat mir alle Türen aufgemacht. Und ich bin gerannt, wie Sonic, gerannt und ich kannte mich nicht mal aus in Need. Ich kannte mich nicht mal aus und ich bin irgendwo hingerannt. Ich schwöre, irgendwo. Genau, weil es war gerade Schichtwechsel und sie musste den Schraubenzieher den nächsten Mitarbeiter bringen. Genau. Und ich bin irgendwo gewesen und ich wusste nicht wo. Ich habe mich einfach dann verlaufen. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwo in der Hecke reingeschmissen. Ja. Und das Problem war, ich wusste auch nicht, ob ich da so fest genug zugeschraubt habe. Darum, wisst ihr so? Und es war ganz hektisch. Und dann war großes Trauma. Und dann... Aber es dachte vor Allah. Also möge Allah uns verzeihen, dass es diese Story überhaupt gibt. Und dann, wie gesagt, war erstmal so Kulturschock. Ach boah, Walla, was ist das denn Sammy für ein Knackstyp so? Aber ich habe mich schon geändert. Und sie weiß das auch. Also früher, ich war... Also sei mal ehrlich. Von heute zu früher, wie viel Prozent habe ich mich geändert? 100. Krass, gell? 100, ich schwöre. Walla, krass, 100. Gell? Also paar, so Knacks bisschen ist noch da, natürlich. Ach boah, Walla. Nicht böse. Aber so manchmal in Situationen, da reagierst du anders als ich jetzt zum Beispiel, weißt du? Also, keine Ahnung, wenn irgendwas ist oder du erschreckst dich oder sowas, dann reagierst du anders als ich. Mhm. Also man merkt da schon, dass du so, ja, von Straße bist. Boah. Oh,